Es ist mal wieder soweit. Na, habt ihr alle eure Nussecken bereit? Und damit herzlich willkommen zurück bei einem weiteren kleinen Devil Monday! Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Na, einen schönen guten Montagabend wünsche ich euch. Und ich begrüße erstmal den Chat, den Silberfuchs, Captain Charisma, Metal. Hast du eine Nussecke? Komm, heute trinken wir wieder mal einen. Aquarius Santos, Bruder, du solltest mal dringend für dein Telefon gucken. Ich hab dir vorhin was geschrieben, was mir sehr wichtig war. Dann haben wir unseren Kriegertiger, hi, und den Exilant, Metal. Also ich bin ja auch Saarländer, aber kein Schwenkopa. Schwenkopa ist gut. Na ihr Lieben, wie geht's euch? Wir hatten ja nur gestern wieder mal eine kleine Kinonacht gehabt und haben uns gestern Mrs. Doubtfire reingezogen. Und ja, war ein ruhiger Sonntag des Außendüchterns. Und ja, jetzt gerade wieder Schiedwetter in Berlin, ne? Junge, Junge. Ja, 20 Stück, ja geil. Ach, hier, je, der Dolle ist auch da. Der Dolle? Ja, tja, es geht weiter. Wie ihr habt im Programm, ich hab's euch ja gesagt, ne? Gleiche Stelle, gleiche Welle und wir machen weiter mit unserem Kernprogramm, dem Devil Monday. Das heißt, es kann alles sein. Es können Dudis sein, es können eure Themen sein, etc. etc. Bei mir ist wobei alles gut. Das hört man doch gerne. Ja, was machen wir heute? Unser Rollo. Der Wahnsinnige hat mir wieder mal mein Stream-Vorschlags-Reiter voll geklöppelt und hat da eben so ein paar Sachen drin gehauen, von denen er meinte, von wegen, ey, Devil, zeig dir mal und lass mal darüber so ein bisschen quatschen. Ich selber muss sagen, ich habe mit den heutigen Themen nicht so wirklich viel zu tun, bis auf zwei. Und der Rest ist für mich halt, ja, einfach wieder so ein Lernprozess, kann man sagen. Ne? Ich meine, viele von euch sind da bestimmt hier bewandert als Ecke, aber kann man ja alles machen, ne? Können wir ja alles gucken. Huppala, jetzt habe ich glatt den Anfang verpasst. Ich hab dich gerade neu gegrüßt, Exilant. Ich hoffe, dir geht's gut. Alter, Krieger, du. Bist du wieder am Fliegen, ne? Oder was machst du gerade? Warte mal. Ich kann ja mal lunzen, was der Exilant gerade so macht, schicket. Der ist online. Bei Steam. Zockt aber gerade nicht. Kann aber noch kommen. Ja, ansonsten. Ja. Angekündigt hatte ich ja letzte Woche schon, dass ich meine Streamzeiten eine Stunde vorziehen möchte ab kommender Woche. Ne? Das heißt also, ab nächste Woche möchte ich versuchen, schon um 21 Uhr da zu sein. Ne? Das ist meinem neuen Job, etzala, ne, geschuldet. Von daher, ja, ihr wisst, Wecker klingelt bei Zeiten, von daher, da muss ich halt auch ein paar Prioritäten setzen. Nichtsdestotrotz, jetzt weiter mit den Party-Streams, mit dem Devil Monday. Ich habe auch überlegt, ob wir wieder jetzt zeitweise wie Devil's Night Café machen, sprich einfach nur so eine Lava-Runde. Von wegen, ich lasse nebenbei ein bisschen Musik vom Band laufen und wir quatschen über eure Themen und was euch gerade so, ja, wie soll ich sagen, was für euch gerade wichtig ist, was euch gerade so umtreibt, ne? Gestern zum Beispiel kam noch eine recht schreckliche Nachricht drin, die mich erreicht hat, die mich dann, ja, hart geschockt hat. Also, ich hab irgendwie viel. Alles bestens, neben nur am Zuhören. Später vielleicht noch New World. Ja, geil. Hat unser Schwenkoper sich gemeldet oder muss Aquarius das Amt übernehmen als Retro-Zeit-Oper? Keiner weiß, was mit Sir Lanshot los ist. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Keiner weiß, was. Ich hab ohne Schweiter gehört. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Kann ich nicht sagen. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ihr habt am Wochenende bestimmt mitbekommen, was mit Niklas passiert ist. Mit dem Todesfall da. Und auch in der V-Devil-Community gibt es einen Todesfall. Ob ihr glaubt oder nicht, es gibt Tatsache in meiner Community jemanden, der jetzt die Tage gestorben ist. Auch wenn er nicht so oft da war, aber wenn er da war, hatte er stets nette Worte für mich übrig gehabt. Ebenfalls aus dem Drachengame. Und doch so ein Internet-Dulli-Gucker und das hat mich doch doll geschockt. Ja, ja. Gestern spät nachts, ich hab da gesessen, ich hab ein bisschen COD geballert, ja, nachdem wir mit dem Film durch waren, hat mir so ein bisschen den Mond auf der Plauze scheinen lassen und dann kam eben die Nachricht, der Betreffende ist eben vor kurzem gestorben und war wohl auch noch nicht so alt gewesen, ich weiß nur, dass es irgendwas mit der Galle gewesen sein muss, hatte mich schon gewundert, dass eben der Betreffende halt schon lange inaktiv gewesen ist und, ja, das ist halt, wisst ihr, das tue ich ja nicht ab, ich meine, ne, ihr wisst ja, ich respektiere meine Community, ich feiere meine Community und wenn dann jemand, also ein Dritter zu mir kommt, der mit ihm konnte und dann mir sagt von wegen, du solltest vielleicht wissen, dass der und der die Tage gestorben ist, das ist dann schon krass, auch mit einem Bild, Beleg, das heißt, ich habe das Bild gesehen, auch, ne, vom Grab selber und, ja, ist hart. Ist hart. Ich hoffe, dass
2024 nicht so viel ist hier mit irgendwelchen Todesfällen, Krankheiten etc. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, ihr bleibt alle am Leben. So, eure Lieben, eure Freunde, Familie, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich das nochmal kurz anspreche. Und denke, das ist doch was, was sich an jeder auch zu Weihnachten so wünschen kann, ne? Oder eben nachher im Übergang zum neuen Jahr. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also ist schon, ist schon ziemlich hart. Dass mich da gestern auch eine der ersten Stunde mit anschrieb und sagte, Devil, das solltest du vielleicht wissen. Und das war schon echt hart. Da musste ich wirklich schon schlucken, weil mich das so überfahren hat. Das war krass. Wirklich sehr krass. Und ihr wisst, ich verliere ungern Leute. Es sei denn nur als Viewer, Freunde, scheißegal. Von daher, war meine Nacht diesbetreffend auch sehr kurz gewesen, weil ich so befangen war, so in Gedanken war und darüber nachgedacht habe. Scheiße. Deswegen, ne, kann ich euch nur sagen, lebt euer Leben, genießt euer Leben, passt auf euch auf, nehmt etwaige Vorsorgeuntersuchungen wahr, sofern soll euch zustehen, mache ich ja im nächsten Jahr auch wieder, ich habe ja im nächsten Jahr auch wieder meine, alle zwei, mittlerweile dreijährige Vorsorge mit Hautkrebs-Screening, EKG, komplette Blutbild, Gewicht, bla bla, Abtasten der Organe, Scheißdreck, was muss, das muss, ne, aber das ist immer wichtig. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt alle einigermaßen Spaß gehabt am Samstag bei meinem kleinen Comeback mit Music Beer Midnight, wo wir jetzt diese Wochenende gleich weitermachen, ne, mit 90er und 2000er. Dann muss ich mich nochmal mit Cleo kurz schließen wegen den drei Engeln, weil sie sagte, in zwei Wochen, das heißt also, das müsste de facto kommende Woche irgendwann sein oder darauf die Woche, mal gucken, ne, da wir uns dann mit den drei Engeln für Devil wieder melden. Jo, ansonsten möchte ich mich nochmal ganz öffentlich bei Franzi entschuldigen, nochmals, dass ich nicht schnell genug gelesen habe, dass du Geburtstag hattest. Also nochmal alles Liebe nachträglich und ich habe gesehen, du bist ja aus dem Discord raus. Wenn ich dir zu verantworten hatte, dann tut es mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht irgendwie kränken oder vergessen oder so. Du weißt, du bist mir auch wichtig, aber ich habe halt im Eifer und des üblichen und Lampenfiebers eben schnell die Songs gesucht und habe dann weitergemacht. Ne? Das war jetzt nichts Persönliches, von daher. Wollte ich es bloß nochmal gesagt haben. So, cheers. Nochmal kurz einen Schluck, bevor wir anfangen. So. Und wir haben mittlerweile auch ein, hat Odin gemacht. Das nennt sich jetzt, Kinokalender. Da steht drin, was wir bisher geguckt haben. Und nächste Woche hat sich Janina uns einen Horrorschinken gewünscht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass da der Arnie, also nicht unser Arnie-Decker, sondern der richtige Arnie mit dabei ist. Ja, und dann mal gucken, was denn daraus entsteht, ne? Ja, ansonsten, wo geht's denn heute? Also, wir haben jetzt hier gerade Kuchen-TV und ihr wisst, ich mag Kuchen-TV nicht wirklich. Dara, du bist die größte Blamage der Vogue-Bubble, Kuchen-Talks. Rollo wollte das so, er hat's vorgeschlagen. Dann haben wir Rest in Peace Spieletipps, was ich eigentlich sehr schade finde, weil die waren immer gut gewesen. Dann habe ich ein Thema, das habe ich bei Hank, Lexi, Mad Dog und Arnie-Decker aufgeschnappt, und zwar Shuyoka, oder wie die alte heißt, soll ja auch mega rotieren. Dann habe ich nochmal ein paar Themen zu Leroy, und dann haben wir auch nochmal, jetzt zu meinem Missfallen, und ich habe schon wieder Kotze im Hals, Montana Black. Ja, Monte, ja, ihr kennt mich, ihr wisst, was ich über solche Leute denke, ne? Wer ist denn du verstorben? Das werde ich nicht sagen. Das werde ich nicht sagen, weil ich habe versprochen, dass ich erstmal wieder für mich behalte. Aber es ist jemand, der halt am Anfang sehr, sehr oft präsent war und dann immer mal wieder so einen kleinen Teilen und jetzt leider Gottes wieder von uns gegangen ist. Und das ist halt, ja, sehr schlimm. Ich erzähle dir nachher mal im Vertrauen, wenn denn. Ja, aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit, muss jetzt, wie gesagt, niemand wissen. Es geht ja auch darum, ne, nicht pietätlos zu sein und dann halt irgendwie einen Todesfall breit zu latschen und zu sagen, wie so, hey, der wartet. Wisst ihr, nee, das ist nicht meine Art und Weise. Nee. Okay, also. Ich brauche einen Öffner. Den habe ich hier. Der große Held unserer Rummeltour, war Aquarius? Gut, dass ich ihn bei hatte. So, ich habe mir nochmal einen Henderson jetzt hingestellt. Kleiner Schlummertrunk. Und jetzt trinke ich aber erstmal mit Captain Karras mal erstmal eine Nussecke. Weil er ja am Wochenende nicht konnte. Oder nicht wollte. Oder nicht hatte. Weil irgendwie muss man sich hier den letzten Ursen da schön saufen. Vielleicht mal nebenbei eine kleine Bestandsaufnahme. Hättet ihr denn Lust, dass wir jetzt demnächst doch wieder mit so ein bisschen Laberrunde anfangen? Also wie der mit Night Café. Habt ihr darauf Bock? Das würde mich mal interessieren. Schreibt's in die Kommentare, in den Chat. Prost!
beide, wenn nicht, denn das wird mir noch was anderes einfallen, sowas nicht, ne? Aber haben wir auch schon eine Weile nicht gemacht, dass wir uns da mal so ein bisschen zusammengesetzt haben und dann mal so ein bisschen gequatscht haben über Gott und die Welt, Videospiele, Kochrezepte, Wut, Stress auf Arbeit, ja, kann alles sein, ne? Die Inflation, die Politik, das kann wirklich alles sein. Apropos Politik, ich hoffe, das LOP und, sag schnell, Pförtner bald mal auftauchen, damit wir hier loslegen können. Ne? Versprochen ist versprochen. Ein Mann, ein Wort. Okay, ich gehe schnell an die Bar und hole das Apfelweinbier aus dem Kühler. Na, dann macht das mal. Was ist mit euch, Chat? Der Rest. Habt ihr Lust auf mal wirklich mal nur so einen Lava-Stream? Also kein Content oder irgendwelchen Rotz gucken, sondern wirklich nur von wegen so ihr, meine Wenigkeit und halt ein paar Themen. Das zu erfahren wäre mir jetzt gerade sehr wichtig, weil dann kann ich nämlich nachher das auch noch einreihen und mir mal einen Kopf machen, wann wir das machen könnten. Guck mal gerade nochmal. So, Headbangers Paradise ist drin, Music Beer Midnight ist drin, Devil Monday, Schöne Bescherung ist drin, Rinjahorn 2023, Devil's Hagebuttene, nächstes Jahr Mai ist auch schon drin. Ich hatte die 20 Kumpels auch schon am Wochenende, okay, 19, einer ist gerade von uns gegangen. Ich hoffe, du meinst die Nussecke. Aquarius, was meinst denn du? Laberrunde ja oder nee? Okay, Cap sagt ja. Aquarius auch ja. Also ich würde es natürlich wieder so machen, dass ich halt auch YouTube mit einbinde, ne? Dass ich sage simultan Twitch, YouTube, weil da habe ich auch noch etliche Leute, die mich verfolgen und gucken, ne? Auch wenn sie vielleicht nicht bei Twitch sind, dann gucken sie halt die Re-Ups. Aber das war die dann quasi mit ins Bötchen holen und dann trinken wir eben ein Rümpchen und dann quatschen wir ein Ründchen. Ich meinte aber die Nussecke. Ach so. Also hast du keinen Bock auf Laberrunden oder was? Du wahnsinniger. So. Okay, dann lass mich da mal kurz runterscrollen. Auch. Okay, alles klar, gut. So, also, gut. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Unsinn. Ja, wie gesagt, ich bin kein Kuchen-Fan, ich bin kein Montana-Fan. Rollo verlangt mir alles ab. Das wird für mich, Mahlzeit! Das wird heute harte Kost. So, ich habe eine Flasche und mein Hund hat seine Spaghetti im Napf. Was, du gibst deinen Hund Nudeln, Alter? Naja, okay, gut, ich kann da auch schwer mitreden, wisst ihr, ich meine, ich habe ja nur kein Haustier, leider. Ich hätte gern Papagei gehabt, aber, nun gut, Stalina, Mittel. God makes punk and it was good. Das ist ja eine Begrüßung. Na, ich hatte gerade gefragt, ob wir demnächst wieder wie der Witz Night Café machen wollen, ne? Also einfach nur eine Laberrunde. Ich lasse nebenbei ein bisschen Musik vom Band laufen und dann quatschen wir ein bisschen gemütlich hier auf Twitch und YouTube. Ansonsten hatte ich gerade noch von einem Todesfall berichtet und nach Lanschi wurde gefragt. Keiner weiß, wo er steckt oder was er macht, wie die mäht. Also so nochmal kurz als Throwback, ne? Naja, und sonst wie gesagt, jetzt die Woche halt wieder weiter, ne? Musikstreams, Partystreams, deswegen holt euren... Moment. Yes, das mache ich ja. Ich werd alt. Holt euren Butzkutsch raus. Haben YouTube getankt, war am Wochenende. Irgendwann habe ich nur noch Karamell gerülpst. Naja, okay, gut, dann würde ich sagen, kicken wir mal, was der Dulli da zu sagen hat. Und wer hier Dara ist oder was auch immer, wie gesagt, ist ja für mich ein Lernprozess. Viel Spaß, würde ich sagen. Mein Hund isst nur, was Papa kocht, hat von wegen Beutel oder Dose, das guckt er nicht mehr mit dem Arsch an. Am liebsten hat er Salat mit Schmand. Oh Gott, der arme Hund. Ja, guck mal hier im Hintergrund, sehe ich gerade schon diese bescheuerten Gönnergy-Dosen. Das ist Teufelszeug. Bloß nicht kaufen, bloß nicht saufen den Scheiß. Das ist so, das ist einfach nur süß. Ich meine, süßer als süß. So, als wenn du dir ein Paket Würfelzucker in die Fresse kippst. Bäh. Pfui. So. Jo, Freunde der Dummheit. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute geht es mal wieder um Dara. Der hat nämlich auf mein Kürzel... Freunde der Dummheit. Das heißt, er meint euch, er meint mich und sich selber vor allem in erster Linie. Mein Butzkusch ist alle. Nasche kommt aber Donnerstag. Yay. Echt? Hast du echt gekillt? Wow. Hab das Blaue da getrunken und das für Bär befunden. Ja. Richtige für Reini. Ja, ich hatte das Blaue und das Orange gehabt.
Das Blaue war schon kacke gewesen, aber das Orange, dieses Tropical, das war noch schlimmer gewesen. Schon wie die auf Twitch reagiert und naja, es ist halt einfach Dara, also das ist wirklich einfach gefundenes Fressen. Okay. Der Typ hat wieder absolut dumme Takes gebracht. An dieser Stelle die kleine Information, wir streamen am Montag um 18 Uhr gemeinsam und haben endlich unser Live-Gespräch. Link ist ganz oben in der Beschreibung, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ja, ich bin ja auch der Küchenbulle. Was soll ich anders machen? Der ganze Beef zwischen uns wird ja momentan auf dem Rücken so, von Shoyoko getragen. Während sie gar nichts mehr dazu sagt und einfach ihren Content machen möchte, versuchen die anderen die ganze Zeit, sie zu verteidigen, obwohl sie das gar nicht möchte. Und auch bei Dara war das ganze Thema und er sagt dazu Folgendes. Wenn man, und deswegen ist mir das ziemlich egal, ob eine Shoyoka sagt, bitte verteidigt mich nicht oder sowas, weil am Ende geht es nicht um Shoyoka, sondern es geht halt um in diesen Bereich, den wir nun mal hier haben, weil wir setzen uns ja innerhalb von Twitch ein. Das ist jetzt kein großer Bereich, das ist aber ein Bereich, der anscheinend auch trotzdem natürlich viele junge Menschen bewegt. Wir machen nun mal hier unseren Aktivismus. Na, manche Leute machen ihren Aktivismus in der Kleinstadt, manche in einem Dorf. Aktivismus, wie ich dieses Wort schon hasse, Aktivismus, das klingt ja schon von Haus aus also radikal, ne? Aktivismus. Ich meine, mach ich Aktivismus, weil ich mich hier jeden Samstag hinsetze und mit euch eine Party feiere? Ist das Aktivismus? Nö, das ist Spaß. Spaß haben, mal ein bisschen der Realität entkommen. Manche in der Großstadt, wir machen den auf Twitch. Das ist jetzt nicht die Welt, das ist nicht ganz Deutschland, aber das ist halt eben dort, wo wir sind. Und hier versuchen wir natürlich Werte wie Demokratie und Gleichberechtigung zu verteidigen. Und dann, okay, schon bin ich raus. Betrifft uns das alle und dann muss man da halt auch leider aus meiner Sicht dann den Willen von eben der Person, die dort angegriffen wird, übergehen. Er denkt halt wirklich, dass so eine Reaction auf mein Video für Demokratie und Gleichberechtigung steht und deswegen das Ganze so wichtig ist, dass er da den Willen von Shoyoka auch einfach mal komplett ignorieren kann. Also Bro, keine Ahnung, für mich klingt das ein bisschen misogyn, dass du dich über eine Frau stellst. Ich meine, du hast 400 zu... Naja, aber das du gemacht, wie war das nochmal? Kuchen? Von wegen so, ich muss mir entschuldigen, ich hab meiner Mulle die Fresse poliert und das war auch ein ganz großer Schlammschlag, bis es dann im Endeffekt hieß und wegen so, verarscht! Naja, aber der Schaden war trotzdem irgendwo angerichtet, ne? Ich meine, vielleicht, also hinter jeder Aussage ist ja auch so ein bisschen Wahrheit, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Zuschauer auf Twitch, was hast du jetzt mit dieser Reaction bewirkt? Was hat das Ganze gebracht, außer dass ich wieder so ein Video mache und jetzt wieder über Shoyoka reden muss und das wieder hunderttausende Leute sehen? Das ist auch nicht das Einzige, was er dazu gesagt hat. Es wird noch schlimmer. Ich verstehe zwar, dass du für Demokratie und Gleichberechtigung kämpfen möchtest, aber geht das nicht ohne Shoyoka, die ja selbst geäußert hat, dass sie das nicht will? Nee. Weil er macht ja diese Videos trotzdem, genauso wie ganz viele andere Leute Content produzieren. Er meint mich. Nee, also es geht offensichtlich nicht ohne Shoyoka. Ich meine, dann hat sie halt psychische Probleme, wird die ganze Zeit ja angeblich so krass gehatet, traut sich nicht auf irgendwelche Events zu gehen. Aber wenn der kleine Dara mit 400 Zuschauern meint, dass er auf jeden Fall ein wichtiges Ziel vor Augen hat, dann ist es natürlich auch nicht ganz so wichtig, wie Shoyoka dabei geht. Wisst ihr, mir wird immer vorgeworfen, dass ich keine Empathie habe. Aber dann gibt's halt so Leute... Hast du nicht. ...wie Dara, oder? Und das ist ja auch am Ende einfach nur noch Mobbing. Also das ist ja Quatsch. Also da ist jemand, eine Feministin, setzt sich für Menschenrechte ein und für Demokratie und Gleichberechtigung. Und das gefällt natürlich manchen Leuten nicht. Davor haben die Angst und deswegen wird sie da angegriffen. Ja, er hat tatsächlich ganz recht. Also ich zittere einfach vor unserer Demokratie und versuche alles, um dagegen vorzugehen. Das ist der einzige Grund, warum ich die Videos zu Shoyoka mache. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem noch unterstützen könnt. Meine kleine Message an die ganzen Meinungsblogger da draußen. Wenn ihr euch ein Video anschaut von mir oder Karl oder Shoyoka und